So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Unknown Nine Awakening hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir werden jetzt uns in die unbekannten Tiefen stürzen. Die Frage ist noch, wie viel Tiefe noch da ist zum Stürzen. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Wir müssen jetzt Lucifer an der Landeplattform treffen. Ich denke mal, dass wir mit starken Schritten, großen Schritten auf das Ende zuschreiten. Schritten, schreiten. In der letzten Folge haben wir die Bahnbrecher, die Morningstar gerettet, befreit von den ekelhaften Leuten. Hast du noch was zu sagen hier, Kollege? Nicht so aus, hat so eine Markierung. Sprich mit mir. Ich mache mir Sorgen um Luther. Ich glaube. Du glaubst, dein letztes Treffen mit Mila hat den alten Jungen bis ins Mark erschüttert und das könnte uns alle den Kopf kosten. Wenn er nicht darüber wegkommt. Gut geraten? Ich war länger Barkeeper als Soldat. Ohne Menschenkenntnis hätte ich keinen der beiden Jobs überlebt. Teufel auch. Ich glaube, du hast recht. Zum Teil. Aber er kommt schon drüber weg. Der Mann ist stärker als alle, die ich kenne. Was meinst du damit? Egal, ob es darum geht, ein Luftschiff zu stehlen, eine Pulle 44 Jahre alten Whisky zu finden oder einen machthungrigen, größenwahnsinnigen Questor zu stoppen. Luther Goodwin tut, was nötig ist. Verlass dich darauf. Und auf ihn. Eine Frage, Haruna. Hat Luther dir von seiner... Entschuldige. Ich hatte ja gesagt, ich plaudere keine Geheimnisse aus, aber... Weil du so besorgt um Luther bist... Naja... Ich habe kein Recht, darüber zu sprechen. Aber uns steht einiges bevor. Und du hast ein Recht zu wissen, dass du Luther vertrauen kannst. Und warum? Also, niemand weiß, wer seine Eltern waren. Luther am wenigsten. Die Lakota Sioux fanden ihn als schreiendes Baby in den rauchenden Überresten eines Massakers. Sie zogen ihn mit ihrer Lebensweise auf, was Luther stets als großes Glück ansah. Das weißt du vielleicht schon, aber als ich Luther traf, lebte seine Frau noch bei ihrem Stamm. Und ihre Töchter ebenfalls, aber es waren die Pocken. Sie trafen den Stamm, während wir auf der anderen Seite der Welt nach einem Artefakt suchten. Ah. Als wir aus Sumatra zurückkehrten, waren sie tot. Sie alle. Oh. Seine Frau, seine kleinen Töchter. Die Familie, die ihn einst davor gerettet hatte, von Kojoten zum Frühstück verspeist zu werden. Und die immer zu ihm gehalten hatte. Einfach so. Er konnte sich nicht einmal verabschieden. Ich habe nie einen Mann so gebrochen gesehen, Haruna. Die Society lenkte ihn von seiner Trauer ab, aber er kann über so etwas hinwegkommen. Aber genau deshalb weiß ich, dass er es schaffen wird. Wir alle werden es schaffen. Er hat jetzt eine neue Familie. Glaubst du, es ist Zufall, dass der Mann so viele Adoptivtöchter zu haben scheint? Ich weiß deine Offenheit zu schätzen. Werd's für mich behalten. Und ich werde Luther vertrauen. Ja, ich glaube, wir können Luther wirklich vertrauen. Halt Luther den Rücken frei. Jo, mach ich. Er wird dasselbe für dich tun. Okay. Wir nähern uns wohl dem Ziel. Jo. Ich höre die Motoren leiser werden. Aber Zeit, ne? Ja, wir müssen natürlich nochmal übers Schiff. Wir gehen, es geht nicht. Wir müssen über das Schiff schlendern und müssen kurz mit den Leuten reden. Aber wenn das jetzt 5 Minuten dauert. Weil, ja, das sind wir dem Spiel einfach schuldig und den Entwicklern. Und ja, natürlich den Sprechern und allen Menschen, die daran gearbeitet haben. Eins hat selbst mich an unserem Ziel überwältigt. Warst du schon unten an Deck und hast das Auge gesehen? Das was? Man kann es nur aus der Luft sehen. Wir nennen es so, weil... Oh, das ist fantastisch. Wie ist eine solche geologische Struktur wohl entstanden? Kein Wunder, dass noch nie davon berichtet wurde. Es ist so groß, dass man seine Form nicht mal von einem Berggipfel aussehen könnte. Aber von hier oben... Etwas langsamer, bitte. Wovon sprichst du? Rikat, riesige konzentrische Ringe, meilenweit im Durchmesser. Die Überreste einer großen, uralten Stadt, der Sahin. Jetzt bin ich neugierig.
Ich gehe gleich mal aufs Observationsdeck runter. Okay, sollen wir vielleicht mal machen. Staruna, denk daran. Mhm. Im Bruch zu navigieren ist wie durch Wolken. Oder ein nebliges Meer zu navigieren. Ohne feste Anhaltspunkte, die dir verlässliche Koordinaten geben, nützt selbst die beste Karte dir nichts. Ich tauche nicht zum ersten Mal in den Bruch ein, weißt du? Das ist genau die Art Selbstüberschätzung, die dich zum Drifter macht. Ich kann dir keine Karten geben, keinen Kompass, der dir die Richtung weist. Keine Lampe, die deinen Weg erhält. Nur Ratschläge und Vorbereitungszeit. Und ich weiß beides zu schätzen, Fortunato. Versprich mir einfach, vorsichtig zu sein. Ich verspreche es. Okay. Ich wünsche dir Glück, Bella. Danke. Scheinbar Italiener oder sowas. Noch eine durchgebrannte Sicherung. Zum Glück keine wichtige. Eins der Positionslichter. Aber es deutet auf ein größeres Problem hin. Die Unzuverlässigkeit der Elektrizität? Du wirst mir fehlen, wenn wir dich einmal ans Varieté verloren haben, Haruna. Der Punkt ist dieser. Das Schiff hat in kurzer Zeit viel durchgemacht. Und Vincent war abgelenkt. Die rangniedrigen Aufsteiger, die auf der Morningstar gedient haben, waren absolute Neulinge. Und nachlässig obendrein. Wird das Schiff durchhalten? Oh, sie kommt schon ans Ziel. Sie hatten nicht viel Zeit, sie zu ruinieren. Aber sie braucht eine Generalüberholung, und zwar bald. Vorausgesetzt, es geraten nicht irgendwelche losen Drähte ins Triebwerk, während wir über der Wolkendecke sind. Astrid, ich wollte dir für deine Offenheit danken. Wegen Mara. Deine Tochter ist etwas ganz Besonderes. Sie hat das rohe Talent ihres Vaters. Aber keine seiner schlechteren Eigenschaften. Sie ist gutherzig und rein. Eine Lichtgestalt. Eher würde ich die Morningstar in einen Berg lenken, als diesem Monster zu erlauben, sie aufzuziehen. Ist das nicht etwas, das der Rest der Crew auch wissen sollte? Sie kennen mich schon etwas länger als du. Das alles ist nur für dich neu. Versprich mir einfach, dass du uns vorwarnst, bevor du uns auf dem Gipfel des Ararat stranden lässt. Die Morningstar wird durchhalten. Und wir auch. So, da haben wir das. Haben wir noch ein Gespräch geführt. Echt cool. Gibt's hier noch was? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendein Sammlerstück übersehen? Eigentlich nicht. Haben wir alles abgesucht auf dem ganzen Schiff. Observationsdeck auf jeden Fall mal gehen. Da ist natürlich da drüben schon, da drüben geht's schon los. Ich würde gerne mal mit der Mara sprechen, die war irgendwie da hinten bei dem Dings immer, ne? Bei dem... Na hier, bei den... bei dem Triebwerk oder was das war. Ah, hier ist die, die Inderin. So, die Stunde des Schicksals steht bevor. So sieht's aus. Hast Jetzt du das? Es wohl kämpfen. Oder sterben. Ich hoffe, es wird nicht kämpfen und sterben daraus. Sollte es nötig sein... Haruna, ich weiß, unsere Bekanntschaft war anfangs nicht die wärmste, aber... Ich sehe dich auch als Freundin an. Was Vincent vorhat, das lässt sich nicht wieder gut machen. Du kennst sicher die Redewendung, der Gin ist aus der Flasche. Tja, die lässt sich hier wörtlich nehmen. Sesshin wird der Gin sein. Und das kambrische Gerät, die Flasche. Ist das Gerät einmal aktiviert, dann ist alles zu spät. Dann müssen wir sicherstellen, dass das nicht passiert. Viel Glück, meine Freundin. Danke. Ich werde es gebrauchen können. Ich habe gar nicht die Charakterentwicklung zwischen den beiden, die Beziehungsentwicklung, habe ich gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Da fehlt mir ein bisschen was. Aber wahrscheinlich fehlt mir der Background. Es gibt nämlich, also das Spiel, also das findet auf mehreren Ebenen statt. Da gibt es noch einen Podcast, da gibt es eine Webserie, da gibt es Comics, da gibt es Bücher. Also diese Geschichte, diese von diesen unbekannten Neuen, diese Fantasie, die Fantasy-Geschichte, die ist, oh, da oben ist so ein Ding. Die ist nicht allgegenwärtig, aber die ist auf jeden Fall viel umfangreicher als dieses bisschen Spiel. Die paar Stunden Spiel eigentlich, uns mitteilen. So, Extraktor holen wir uns mal. Ich habe gar nicht Erinnerung, dass da noch einer war. Wo ist denn dieses Observationsdeck?
Hey Mara. Endlich sehe ich die mal richtig. Hast du gesehen, wie ich den Kerl mit der Rohrzange umgehauen habe? Und mega. Den anderen großen Aufsteiger mit der gleichen Rohrzange? Oh, ich fürchte nein. Trotzdem, gut gemacht, Mara. Leider habe ich die Rohrzange danach verloren, aber ich bin fast sicher, dass sie einem Aufsteiger auf den Kopf gefallen ist. Also krieg ich 3 Punkte. Und das war erst... Mara, ich bin echt beeindruckt. Echt, aber wir haben so wenig Zeit, uns auf den nächsten Kampf vorzubereiten und ich muss... Ich will alle Details ohne Ablenkung hören. Wenn das hier vorbei ist, trinken wir einen Tee zusammen und dann kannst du mir alles erzählen. Hey, vielleicht schreibe ich einen Groschenroman darüber. Ich sehe ihn schon vor mir. Ja, ich auch. Mara von der Morningstar. Die Rache der Himmelskönigin. Rohrzang-Rosi in der goldenen Stadt. Rohrzang-Rosi. Nice. Haruna, kann ich dich was fragen? Natürlich. Frag mal. Ich habe das Gefühl, dass du nicht vorhast, zurückzukommen. Ist Vincent wirklich so böse, dass du alles tun würdest, um ihn aufzuhalten? Vincent und Reika sind nicht böse, falls es das überhaupt gibt. Und falls Sashins Rückkehr wirklich unvermeidlich ist, macht es doch auch Sinn, seine Macht zu kontrollieren, um die Zerstörung abzuwenden. So gesehen sind sie einfach pragmatisch. Okay, jetzt machst du mich nervös. Musst du nicht sein. Er setzt alles daran zu zerstören. Vincent schert sich nicht um Kollateralschäden. Selbst mit den besten Absichten könnten zahllose Menschen sterben, wenn Sashin befreit wird. Ich traue keinem, der so viel Macht hat. Erst recht nicht denen mit den besten Absichten. Die besten Absichten bringen oft das Schlimmste im Menschen hervor. Aber das war nicht deine Frage, oder? Mara, ich verspreche dir feierlich, dass ich nicht vorhabe, heute zu sterben. Oder im Bruch verloren zu gehen. Vincent ist zu weit gegangen. Es gibt uns eine Chance. Ich werde zurückkommen. Und dann tauschen wir brandneue Geschichten aus. Abgemacht. Ich hatte nie eine große Schwester. Und ich will sie nicht so bald verlieren. Oh. Wir setzen alles daran, wiederzukommen auf jeden Fall. Ich frage mich, ob Matos schon zu einem wahnsinnigen Drifter geworden ist. Du kannst das. Ich weiß es. Okay, jetzt wird's nur noch Smalltalk. Aber das auch noch abgefrühstückt. Es fehlt nur noch Luther, fehlt noch und unsere gute Freundin Burka. Aber beide sind natürlich wahrscheinlich am Ausgang. Philips Observationsdeck. Oh, ein Genosis-Punkt. Wie konnte ich den übersehen? Habe ich wahrscheinlich nicht übersehen. Das bedeutet, er könnte auf dem ganzen Schiff noch ein Genosis-Punkt sein, oder wie? Oh shit, Mann. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, nochmal das ganze Schiff abzusuchen. Wir waren ja schon überall. Wir rennen ja schon wieder 13 Minuten nur rum und unterhalten uns, aber es gehört halt dazu irgendwo, ne? Gerade um die Geschichte zu verstehen und um die ganzen Charakterentwicklungen zu verstehen, ist natürlich wichtig, dass man sich auch ein bisschen umhört und umguckt. Hier geht's unten raus, oder? Ja. Komm gleich. Wenn es ja noch eine Chance auf einen Genosis-Punkt gibt, dann muss ich schnell noch die paar Räume mal schnell abgucken. Weil eben der Genosis-Punkt ist auch 100% gespawnt, neu. Das dauert ja nicht lange. Hier ist eh zu. Hier ist zu. Ja, so ist es. Leider. Da müsst ihr jetzt leider mit mir durch zusammen. Ich könnte natürlich einen Schnitt setzen und das schnell mal alleine machen. Das könnte ich wohl tun, aber möchte ich nicht. Bin gespannt, wie viel das Spiel noch auf uns zukommt jetzt. Das hört sich nach alles, nach Endboss-Fight an. Nach Endfight. Nach letztes Level oder sowas oder vorletztes vielleicht. Wir müssen uns unten noch durch diesen, durch die Rikat, müssen wir uns noch kämpfen wahrscheinlich. Denke ich mal und dann. Ja, muss mit irgendjemandem zu tun kommen. Ich vermute, wir bekommen es mit Riker zu tun und das ist schwierig, weil das unsere Mentorin ist. Also die kennt alle unsere
Tricks kennt ihr wahrscheinlich schon. Und der... Ich glaube, der Vincent, der bellt nur. Das ist nicht so, der war nicht... Der war im Endeffekt... das war zwar der Bossfight, war zwar schwierig. Letztens. Der erste gegen Dings. Weil ich da nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber im Endeffekt war der nicht so wild. Musste halt ein paar Sachen beachten und dann ging das schon. So, hier. Du bist eine der neuen Unbekannten, Bukla. Ja, ich weiß. Das ist eine Menge zu verarbeiten. Wie geht's dir? Was glaubst du wohl? Ich kann es mir nicht annähernd vorstellen. Aber es beunruhigt mich, dass sie mit Vincent zusammenarbeitet und nicht seine Gefangene ist. Das kann ich nicht glauben. Du hast sie in mich springen sehen. Und sie hat Luthers Leben bedroht. Ich weiß, aber es muss eine andere Erklärung geben. Ja, vielleicht gibt es die. Haruna, ich weiß, was sie dir bedeutet, wie mächtig sie sein muss. Aber wenn sie nochmal in mich springt, bringe ich sie unter die Erde. Ich, ja, verstehe. Warum kooperiert Reika mit Vincent? Warum wollen sie beide Sesshin befreien? Das ist eine gute Frage. Weil Reika eine der Neuen ist. Wie kann eine Unsterbliche dasselbe wollen wie dieser Narzisst Vincent? Du nimmst an, dass Unsterbliche keine Narzissten sein können. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Reika ist selbstlos. Sie half mir, als niemand sonst auf der Welt dazu bereit war. Vielleicht hat sie sich damit auch selbst geholfen. Menschen sind oft hilfsbereit, aber nur selten sind sie wirklich selbstlos. Bevor ich sie in der Wüste verlor, gab sie alles, um mich zu beschützen. Nee, glaube ich nicht. Ihre Schattenstolpen lehrte mich alles. Sie formte mein Leben. Ich will einfach nicht glauben, dass sie wie Vincent ist. Musst du auch nicht. Aber du darfst nichts ausschließen, wenn wir ihre Motivation verstehen wollen. Könnte ich für sie sprechen, würde ich es tun. Das ist es nämlich. Ich glaube, das hat die aus ihren eigenen Beweggründen gemacht. Alles. Uns geholfen, die aufgezogen, der die ganzen Sachen beigebracht über den Bruch. Die Sequestoren gemacht. Das hat die alles aus Eigennutz gemacht, weil wir haben irgendwas zu schaffen mit den unbekannten Neuen. Ihr habt ja dann in der letzten, vorletzten Folge oder davor die Folge, ich weiß gar nicht, haben uns ja die Neuen gesehen, als wir da standen, und die haben ja gesehen, oh, ich bin was, die ist was Besonderes. Und ich denke mal, dass da noch irgendwas auf uns zukommt. Ich kann Reika nicht aufgeben. Ich weiß, sie hat dein Vertrauen missbraucht und Gott auch meines. Aber ich habe beschlossen, weiter an sie zu glauben. Aber natürlich, Haruna, das verstehe ich auch. Es gibt schließlich vieles, was wir noch nicht begriffen haben. Die Society schätzt das Wissen. Und die besten Entscheidungen treffen wir nur, wenn wir möglichst viel wissen. Das ist auch mir sehr wichtig. Aber du wolltest Reika doch unter die Erde bringen. Wenn sie noch einmal versucht, meinen Körper zu übernehmen. Sie hat Luther kein Haar gekrümmt. Ein Glück für sie. Deshalb habe ich auch keine Rechnung mit ihr offen. Ich gebe ihr noch eine einzige Chance. Einen Vertrauensvorschuss. Aber nur dir zuliebe. Das bedeutet mir sehr viel. Das war die Frage, wie man eine Unsterbliche umbringen will, ne? Keine Sorge. Ich passe schon auf dich auf. Danke. Ich lasse dich damit nicht allein. Auch wenn du eine Einzelgängerin bist. Okay. Das ist eine wahre Freundin auf jeden Fall. Ich lasse dich damit nicht allein. Ja. Auch wenn du eine Einzelgängerin bist. Okay, wir sind am Ende. Okay, so. Legen wir los. Legen wir los. Puh. Das ist schon ein geiles Luftschiff. Morningstar. Haben wir sie wieder in unsere Obhut genommen? Da ist unser Empfangskomitee. Sie können nicht wissen, dass wir die Morningstar zurückerobert haben. Wir haben also das Überraschungsmoment. Vorerst, sobald sie in Sichtweite sind, ist das Spiel vorbei. Und die Lager an der Peripherie schicken ihre Kavallerie los. Kümmere du dich um unsere Freunde. Und lass diese Lager meine Sorge sein. Du wirst mir langsam unheimlich. Und unsympathisch. So, da geht's direkt los. Ich will den. So, mal sehen.
So, wir müssen in Deckung gehen. Ich muss mal heilen. Vergesst mal mit dem Heilen, ne? Geil. Nice, Mann. Nacheinander hier. Einfach nur rangezogen, die Arschlöcher. Wow. So. Bin mal gespannt, was da rumkommt. Zack, alle tot. Geil. Nice. Die Leitungen werden demnächst heruntergefahren. Da war ein Genosis-Punkt. Zurück zum Oculus. Wiederhole. Alle Teams zum Oculus. Mila. Was ist? Hör zu, es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen uns aufteilen. Sie gehen alle zum Hauptcamp. An so vielen Aufsteigern kommen wir nie unbemerkt vorbei, es sei denn, wir lenken sie irgendwie ab. Luther, was soll das heißen? Was Vincent auch tut, es passiert jetzt. Wir haben keine Zeit mehr. Das stimmt. Okay, wir nehmen Bohrer mit. Luther. Schon okay. Ich hab nicht vor, in die ewigen Jagdgründe zu gehen. Jo, ich auch nicht. Mila ködern und haue dann sofort hier ab. Sehr gut. Das stimmt niemals, Alter. Nehmen wir den Punkt mit hier. Anomalie gefunden. Ich glaube, wir haben jetzt 2 Punkte. Können wir irgendwas investieren? Das würde 2 kosten. Drittes Auge, Objekte bleiben länger. Nee, das ist mir auch zu billig. Hier, da kann man nicht. Flink, deine Bewegungsgeschwindigkeit, geduckte Haltung ist erhöht. Verbesserte Welle, deine Gegner. Entweder wir machen jetzt hier die Bewegungsgeschwindigkeit. Oder wir sparen noch auf die Schemenbombe. Schild der Wiederkehrer. Kostet 7. Angriffsschaden, doppeltes Ausweichen. Kostet zufällig genau 2. Ich glaube, das nehme ich. Ja, komm. Das nehme ich. Jetzt aber wieder ein Stück weiter. Ja, das mache ich eh öfters mit der Ausweichen. Und ich denke mal, das ist eine gute Sache. Und jetzt müssen wir ja gucken, wie viel Punkte wir noch zusammenkriegen. Ich denke mal, nicht mehr viele. So, hier gibt es auch nichts zum Sammeln. Wir gehen mal weiter in der Tat. Hier lang? Das sieht so aus, aber da geht's nicht lang. Wollen wir weiter oder wollen wir noch rumstehen? Hier sind wir, hier können wir hergekommen. Da ist die Morningstar, also von da kommen wir auf jeden Fall. War hier hoch oder was? Ach, da hoch, alles klar. Die NPCs bleiben immer in der Nähe stehen, wo man dann weiter muss. Ich hol dich ein, sobald ich kann. Ja, Mann. Oh, Mann. Ich hoffe, der stirbt nicht, der alte blöde Sack. Ich hab mich irgendwie an den gewöhnt, der alten Yankee. Das gefällt mir nicht. Luther ist wie besessen. Es ist dieser Ort. Er weckt die Geister der Vergangenheit. Du warst schon mal hier? Hier habe ich Rekka verloren. Ah, alles klar. Mir auch. Es fühlt sich an, als wäre ich um die halbe Welt gerannt, nur um dort zu enden, wo ich angefangen habe. Du magst das habe ich auch gerade gedacht. Sein, wo dein Weg begann. Doch du bist sehr weit gekommen. Das habe ich auch gerade gedacht. Tut mir leid, Bukla. Es war nicht böse gemeint. Es ist nur...
Manchmal klingst du genau wie sie. Wie Rhaegar. Bist du auch ganz bestimmt keine unsterbliche Geheimnishüterin? Leider nein. Ich habe nur zu viele Nächte damit verbracht, die Weisheiten anderer Leute zu studieren. Und jetzt sieh dich an. Du bereist die Welt und erlebst Abenteuer, statt darüber zu lesen. Naja. Dass so erstrebenswert ist. Ich meine, die wird sich auch bestimmt was anderes vorstellen. Okay, Schneidfragment. Hier ist nichts weiter, oder? Ich kann doch mal kurz die Leuchte anmachen. Nee, da ist nichts. Hier geht's weiter. Also wir müssen hier lang. Schuhe! Vielleicht ist die auch eine von den neuen Feelings. Die Basisidee kann ich nachvollziehen. Da unten ist auf jeden Fall Genosis-Punkt. Vielleicht können wir doch noch ein bisschen was leveln. So ein, zwei Sachen würden uns bestimmt noch nützen. Da ist ein toter Skelett. Da liegt irgendwas bei dem. Okay, das brauchen wir. Baumfeld! Hier ist nichts, oder? Nee. Also weiter. Und da ist unser G-Point. Da ist der G-Punkt. Stimmt, der G-Punkt. Ich habe den G-Punkt gefunden. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Liebe Kinder, wenn ihr jetzt fragt, was ein G-Punkt ist, bitte fragt eure Eltern. Nee, natürlich nicht. Das ist ein blöder Witz gewesen. Hätte ich nicht machen sollen. Sorry. Sorry for that. So, drück mal mit hier, bitte, Buka. Mon Dieu. Die standen jahrtausende lang hier. Jetzt sind sie einfach so ausgelöscht. Dank der Aufsteiger und ihrer Maschinen. Komm, es führt kein Weg mehr außen herum. Wir müssen quer durch das Camp. Ja, Mann. Sollen wir trotzdem nochmal, wir dürfen trotzdem nicht nachlässig werden. Genosis-punktmäßig. Nochmal alles absuchen. Hier ist noch ein Brief, oder? Ja. Was haben wir denn hier? Akte Nummer 9. Wir können mal kurz gucken, was das ist. Akte Nummer 9. Projektantrag. Projekt Like Mind. Projektüberblick, Einrichtung eines Geheimprogramms, das verschiedene Regierungen der Welt infiltriert, um hochrangige Beamte zu kontrollieren und Veränderungen innerhalb des Systems herbeizuführen. Klingt ein bisschen nach Russland. Projektauszug. Es heißt, dass alte Menschen, junge Menschen in den Tod schicken und das entsprach noch nie so sehr der Wahrheit wie heute. Die jüngsten Gesetze von Regierungen, die globale Kriege unterstützen, unzureichende Krisenhilfe im Falle kritischer Seuchen leisten oder einfach nur unfähig sind. Das klingt wirklich wie aktuell, ne? Die Akte, also das klingt wie aktuelle Zeit, in der Tat. Das klingt wie Gesellschaftskritik auf unserer Zeitebene. Krisenhilfe im Falle kritischer Seuchen leisten oder einfach, also / Corona, oder einfach nur unfähig sind, adäquate die Lebensmittelvorräte zu verwalten. Belegen das eindeutig. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie eine Minderheit aus inkompetenten Blinden über das Schicksal einer ganzen Bevölkerung entscheidet. Durch die Macht des Schattenspringens können wir die Identitäten wichtiger Regierungsbeamter annehmen und sei es nur für kurze Zeit, um im Stillen eine Politik umzusetzen, die Blutvergießen und Hunger unterbindet. Sollen wir runterscrollen? Unterbindet und den jahrelangen Feindseligkeiten und Streitigkeiten zwischen den Nationen ein Ende macht. Wir allein haben die Macht und das Urteilsvermögen, um Millionen ahnungsloser Bürgerinnen und Bürger vor sich selbst zu retten. Wir allein können den Lauf der Geschichte lenken und niemand wird etwas ahnen. Entscheidung. Mr. Lichter ist vom Konzept dieses Programms fasziniert und bittet um zusätzliche Entwürfe, die zur nächsten Phase dieses Antrags im Detail erläutern. Okay, also Akte gelesen. Die wollen, intrigant, das ist natürlich scheiße. Okay, den einen kriegt man so. Wahrscheinlich. Was ist das? Mitteilung Nummer 12. Ne, das ist falsch. Escape, einmal zurück bitte. Mitteilung Nummer 12.
Und da höre ich gerade aus dem Off, dass die Folge gleich vorbei ist. Eine alle Ausgrabungskompanien in unserem Fortschritt stößt auf ein erhebliches Hindernis. Erste Berichte beschreiben schlechte uralte Feldspitzungen, die zu einer kunstvollen Figurwand innerhalb der östlichen Klippe gehören. Bedeutung und Zweck unbekannt. Mila wird sich darum kümmern, wartet auf weitere Befehle. Vincent Lichter. So, haben wir den. Da ist so eine Klingenfrau da unten. Aber wie es weitergeht, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Bruch.